Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Sprechstunde und es geht heute weiter mit unserer Erweiterungskarte für dein NAS-Laufwerk. In der letzten Sprechstunde habe ich euch schon erklärt, was ist das, wie setzt man das ein, für was ist es und natürlich, wie man das Ganze ohne SSD einbaut, wie das Ganze funktioniert. Ich verlinke euch die Playlist, schaut euch da alles an. Da erfahrt ihr natürlich auch andere Punkte, die wichtig sind, bevor man sich heute ein NAS-Laufwerk kauft, um auch zu sehen, was kann es, was bietet es. Also schau es dir an. Heute zeige ich dir, wie bauen wir diese SSD-Karten hier ein und ich zeige dir zusätzlich nochmal, wie man dann beides ins Gehäuse deiner NAS einsetzt. So, mein Mikroskop ist schon da. Jetzt würde ich sagen, Unboxing und schauen mal, was da für SSDs drin sind, die man so nutzen kann. Wir haben hier die Seagate 960 GB, die zweimal die Iron Wolf 510 SSD. Diese sind ausgelegt. Hier sehen wir nochmal ein Logo für den NAS-Betrieb. Denn die haben halt eine dauerhafte Belastung. Wenn du da jetzt eine normale SSD reinsteckst, geht sie nach einem Jahr, nach zwei Jahren so im Schnitt kaputt. Das ist halt nicht so gut, weil die ist da nicht dafür ausgelegt. Diese SSD ist ausgelegt dafür. Ich verlinke euch nochmal, wie gesagt, immer alles in der Beschreibung. Schaut euch das Ganze nochmal an. Und wir werfen da jetzt nochmal einen Blick rein. Gebrauchsanleitung. Hier haben wir die SSD. So. Dann holen wir uns nochmal den Inhalt aus der Box der Erweiterungskarte. So, wir entfernen hier zuerst die Schrauben, die vier Stück oben. Vorsichtig hier auf Seite legen. Hier sind die Anschlüsse, die dürfen nicht kaputt gehen. Ihr könnt natürlich auch das einfach ablösen. Oder ganz vorsichtig auf Seite legen. Wir lösen hier diesen Gummi komplett ab. Ganz vorsichtig, um die Kontakte hier nicht zu beschädigen. Dann nehmen wir die SSD, nehmen das Kühlpad und legen das ganz vorsichtig oben drauf. Dann lösen wir oben die Folie. Vorsichtig, das klebt. Wobei ich jetzt sogar sagen würde, eher auf die Seite, wo hier oben der Aufkleber hängt. Wir müssen das Ganze auf den Kopf einbauen. Denn die SSD kommt so rein. Eine Schraube hernehmen und dann hier oben fixieren. Auch die zweite Festplatte fixieren. Dann den Kühlkörper hernehmen und dann wieder draufsetzen. Alles nochmal prüfen. Außenrum haben wir überall Schrauben. 1, 2, 3 Stück. Die können wir entfernen und dann das Gehäuse rausheben. Schieben das Ganze hinter, heben das Ganze an, legen das Ganze auf Seite. Hier hinten haben wir die PCI-Anschlüsse. Wir öffnen das oberste Türchen, indem wir hier die Schraube lösen. Zack. Dann schauen wir, ob das Ganze auch reinpasst. Zack. Okay, hier ist zu kurz, also müssen wir wechseln. Wir lösen hier die zwei Schrauben. Okay, so halten das Ganze hin. Ansetzen, reinstecken, Schraube wieder rein. Da
den Deckel. Also, Meinung schreiben, Fragen schreiben und wir sehen uns in der nächsten Sprechstunde.